Hallo zusammen, hier wieder bei Lange Live. Heute habe ich zwei Herren da und zwar sind die von der Firma Buffet Crompon. Guten Tag, die Herren. Hallo. Servus, Marc. Erzähl doch mal, Buffet Crompon, vielleicht wissen es viele nicht, was ihr macht, wer ihr seid. Ja, also Buffet Crompon ist der größte Hersteller von Holz- und Blechblasinstrumenten mit sehr renommierten Marken. In Deutschland sicherlich die bekanntesten im Blechblasbereich Melton, B&S, Hans Heuer, nicht zu vergessen auch Scherzer-Trompeten. Im Holzblasinstrumentenbereich selbstverständlich die Schreiber-Klarinetten, deutsches System, Keilwert-Saxophone und auch natürlich die Buffet-Crompon-Klarinetten, Weltmarktführer im professionellen Klarinettenbereich. Ich habe gehört, nach der ganzen Schließung und Lockdown und so weiter läuft es wieder bei euch an. Wie läuft es denn in der Produktion und was gibt es für Neuigkeiten bei euch? Ja. Also natürlich ist es so, Lockdown ist für keinen eine schöne Sache, aber wir sind sehr glücklich, dass unsere Fabriken in Deutschland auch wieder gut angelaufen sind. Wir haben immerhin in Deutschland 480 Mitarbeiter an drei Produktionsstätten und da könnt ihr euch vorstellen, auch unter Hygienemaßnahmen, was das für so ein Unternehmen bedeutet. Aber wir haben es momentan, denke ich, sehr gut im Griff und wir sind natürlich sehr bemüht, auch im Marketing wieder weit nach vorne zu gehen, denn Stillstand ist natürlich Rückschritt und für uns ist es jetzt ganz wichtig, dass wir auch wieder draußen am Markt aktiv sind, sowohl beim Handel wie auch bei uns, selbst im Hause. Marc, du weißt sicherlich, wir haben einen Showroom in Geretsried und wir werden jetzt die nächsten beiden Monate werden wir starten mit Workshop-Aktionen, Masterclasses. Beispielsweise, wir haben eine Egerländerwoche. Zur Eröffnung wird der Ernst Hutter persönlich da sein. Wir haben eine Big Band Woche. Da wird als beispielsweise als Highlight auch Pepe Lienhardt bei uns da sein, wird über sein Leben erzählen. Und wir haben noch eine Tuba Woche. Das heißt, in Geretsried wird viel geboten. Und das ist, denke ich, auch sehr wichtig für die Musiker und auch für den Handel, dass wirklich wieder was in den Fluss kommt. Und wir sind sehr froh darüber, dass wir das jetzt machen können. Hoffen natürlich auch, dass da jetzt nicht noch was dazwischen kommt. Aber ich kann nur jedem empfehlen, jetzt ein bisschen auf unsere News- und Facebook-Einträge zu achten. Denn wir werden jetzt in den nächsten Tagen da diese Dinge verkünden und in die Werbung starten. Du hast ja den Showroom erwähnt. Ja. Der ist ja im Prinzip ganzjährig geöffnet für den Endkunden auch. Also die können ja sich bei euch anmelden und sagen, ich möchte mal das und das Instrument testen. Genau, also es ist ja so, wir sind in der schönen Lage, dass wir sehr gute Fachhändler in Deutschland haben, die eine gute Auswahl da haben. Aber im Showroom bieten wir eben noch ein bisschen mehr, sondern da können wir noch ein bisschen mehr ins Detail vielleicht gehen. Haben eben statt 10, 12 Tuben, haben wir im Showroom, ich denke momentan sind so um die 70 Tuben, die man da ausprobieren und testen kann. Und vor Ort ist beispielsweise unser Andi Putz, der eine sehr gute Produktberatung machen kann. Und ich denke, für einen Musiker ist das einfach eine tolle Sache. Das kann sich den ganzen Tag, ich hätte es in Anführungszeichen gesagt, vergnügen und kann testen. Und für einen Händler ist es auch eine schöne Sache. Er kann mitkommen oder er kann seine Kunden zu uns in den Showroom schicken. Ihr habt auch eine Neuentwicklung dabei, eine wunderschöne Posaune mit einem neuen Ventil. Jawohl, Andi, vielleicht erzählst du mal ein bisschen was. Genau, also prinzipiell ist der Showroom, ist das die Instrumentenausstellung das eine, der verlängerte Arm ein bisschen fachen. Das andere ist unser Brass-Atelier, das wir da haben. Das heißt, wir betreiben da Forschung und Entwicklung für alle Marken, für alle Blechmarken der Gruppe. Das heißt, jedes neue Instrument entsteht bei uns im Showroom. Eine andere Besonderheit ist auch, wir entwickeln immer mit Musiker zusammen. Das heißt, es ist immer ein Profimusiker da, der uns Input gibt. Und so ist zum Beispiel auch die neueste Entwicklung sicherlich unser Icon Wolf entstanden, das jetzt neu für die Courtois und B&S Posaunen rausgekommen ist. Genau, das ist ein völlig neu konzipiertes, neu entwickeltes Posaunenventil. Es ist so, jeder Posaunist weiß, dass so ein Ventil bedeutet immer eine Engstelle im Instrument. Das heißt, es kommt zu einer Bohrungsreduzierung von ca. 20%, je nach Bauweise, im Instrument. Und dieser Widerstand ist unter Umständen auch hinderlich beim Spielen. Genau, dann deswegen gibt es verschiedene Ventilkonzepte, die genau ins andere Extrem gehen, nämlich gar keinen Widerstand. Und wir haben eben verstanden durch Gespräche mit den Musikern, die bei uns verkehren, oder auch mit dem Fachhandel, wie bei euch, dass das
gar nicht unbedingt gesucht ist. Also weder das eine Extrem noch das andere. Deswegen haben wir uns hingesetzt, das Eigenventil entwickelt, mit dem wir jetzt einen Luftdurchfluss von 98% circa haben. Das heißt, man hat einen geringen, angenehmen Widerstand, mit dem man auch arbeiten kann, weil Widerstand hilft ja auch beim Spielen, bei der Ansprache und so weiter. Genau, so ist das Ganze entstanden. Genau. Wie lange habt ihr denn entwickelt an dieser Geschichte? Ach, das ist schon ein Prozess, der geht über mehrere Jahre. Es ist ja nicht so, dass einer die Idee hat und dann stimmt es gleich, ja, sondern der Musiker bläst dann rein, da bläst mal ein anderer Musiker rein, er empfindet es wieder anders. Das heißt, also bei so einer Instrumentenentwicklung, das kann schon bis zu 5 Jahre dauern, bis so ein neues Instrument entstanden ist, auch so das Ventil. Also genau. Ich glaube, das ist generell ein Thema, was von vielen, ich sag mal, Außenstehenden unterschätzt wird. Also so eine Entwicklung von einem Instrument, ich habe es hautnah auch bei unserem Melton Meisterart miterlebt, wie ich vor 11 Jahren zu B&S und Melton gekommen bin. Da gab es das schon, aber er war noch lange nicht fertig entwickelt und wir haben dann 5 Jahre weiter geforscht mit dem Instrument, mit Musikern zusammen und haben das jetzt dann eben dann danach, wie es fertig war, am Markt vorgestellt und da habe ich eben auch gesehen, wie lange sowas wirklich dauert, wenn man es gut machen will. Ja. Ja. Das ist ganz wichtig, weil gut machen, du sagst es schon, das ist auch eine ganz besondere Stärke unserer Gruppe und unserer Firma. Ja. Wir können wirklich Forschung entwickeln. Wir machen alles im Haus, also wir kaufen keine Teile zu, wir drehen die Maschinen selber, wir lackieren selber, wir biegen selber, die Schallstücke sind handgehämmert bei uns noch in traditioneller Weise. Das heißt, wir können auch wirklich Forschung entwickeln, sodass was komplett Neues entsteht, wie bei einem Eichenwolf oder auch beim Meister Artenohan. Gut, vielen Dank. Das Instrument haben wir auch hier, also wer es mal probieren möchte, darf gerne mal vorbeikommen, es bei uns antesten. Vielen Dank, die Herren, fürs Gespräch und dann sehen wir uns bald wieder. Bis dann. Vielen Dank, Marc. Gerne. Danke für die Einladung. Ciao.